die Aktion Respekt zeigt, so Liebe verdient Respekt. Wie wichtig ist die Aktion für euch? Sehr, sehr wichtig. Homophobie ist aber noch ein ganz, ganz großes Thema in dieser Gesellschaft. Leider verschließen da die meisten Menschen noch die Augen vor. Und jetzt ist sehr wichtig, bei so einer Aktion mitzumachen. Ja. Ah, bei mir, also ich habe eigentlich viel, also dadurch, dass ich auch aus Zoom komme und also in einem Land, wo Homosexuelle alles verboten und sowas, das war mir eigentlich ganz wichtig, dass ich in der Öffentlichkeit stehe und sage, ja Leute, es gibt auch einen Mensch, der dazu steht, dass er homosexuell ist und ihr wollt die ganze Welt zeigen, dass ich ja, ich mache überhaupt nicht was, werde ich und die Leute mich auch akzeptieren, wie ich bin. Du bist jetzt auf dem Foto mit abgebildet, bald küssend. Weil in Spanien ist es ja ein liberales Land, aber in Sudan. Ist es, wenn du Leute sehen auf dem Plakat, wie ist die Reaktion? Ist das ein paar negative Reaktionen? Ja, ich erwarte natürlich von vielen Menschen, die mich kennen, ja, viele Reaktionen. Wahrscheinlich werden auch unangenehme sein, aber naja, also ich, auch mit so Leuten, die mich nicht akzeptieren, dass ich homosexuell bin, ich möchte mit denen auch gar nichts zu tun haben. Weil also Sexualität, die spielt überhaupt keine Rolle. Das ist ein rein Privatleben und wenn jemand mich nicht so nimmt und mich nicht so akzeptiert, dann das hat er auch nicht verdient. Also die Spanien ist ja einfach, aber in Sudan gehen sie noch nicht. Ja, also von Religion her ist es natürlich nicht extrem, weil es halt bei uns im Koran steht, ja, dass ein Mann darf eigentlich schwul sein. Aber ich frage mich immer oft, Gott hat uns geschaffen. Und wenn uns Gott geschafft hat, dann könnt ihr auch mal wissen, warum sind wir schwul oder warum dürfen wir auch schwul sein. Und ich meine, solange ich einen reinen Herz habe, solange ich einen guten Mensch bin, weißt du, dann ich erwarte auch, dass Gott mich auch akzeptiert und sagt, hier ist der, ich hole, der kann ja nicht dazu, aber von einem Mensch, der ist ja ein ganz normaler Mensch und das ist ja halt, ja, also die Menschen eigentlich auf der Erde interessieren mich eigentlich gar nichts. Habt ihr schon negative Erfahrungen gemacht? Also aufgrund der Plakate oder im Vorfeld? Aufgrund der Plakate oder im Vorfeld? Als Schwule angegriffen worden sind oder angegriffen worden sind? Sicherlich auf jeden Fall. Also zum Glück ist es nicht an der Tagesordnung, aber verbale Übergriffe, körperliche Übergriffe sind leider immer noch da, ja, präsent. Menschen akzeptieren das nicht, wenn homosexuelle Menschen sich küssen und wir erfahren körperliche Gewalt und wie gesagt auch verbale Gewalt und ich wurde schon angespuckt und auch verfolgt, geschlagen, ja, ist alles schon passiert. Nee, bei mir, also Gott sei Dank ist es noch nicht. Ja, ich habe nur halt unangenehme Worte gehört und das war es eigentlich, aber ich antworte eigentlich immer so. Und also bis jetzt irgendwie was Körper angeht und sowas habe ich noch nicht. Gott sei Dank. Wie sieht es in deinem Freundeskreis aus? Akzeptieren die das, dass du schwul bist? Ja, eigentlich meine Freunde schon. Ja, aber natürlich nicht die aus dem Sudan. Da am meisten, sie glauben erstmal gar nicht, dass ich schwul bin und ich spiele das einfach vor. Und es gibt aber Menschen, die das akzeptieren und ja, so ist es. Das heißt, deine Freunde sind meistens Deutsche? Ja, meistens sind Deutsche oder halt Europäer. Ja, ich bin mittlerweile auch seit 7 Jahren in Deutschland, also das ist nicht so lang. Und ich habe ja versucht immer eine Gesellschaft mit Europäern und so, die auch mich akzeptieren als homosexuell. Plakataktion gut und schön, aber müssen nicht noch mehr gemacht werden, vielleicht sogar zum Beispiel in Schulen? Ja, auf jeden Fall, immer mehr, bitte, bitte. Ganz viele Aktionen, Toleranzaktionen in den Schulen, vielleicht am besten schon in Kindergärten, überall, also wo man sich das nur denken kann, wo Bildung stattfindet, wo Aufklärung stattfindet, ja, auf jeden Fall. Wird zu wenig getan? Ja, auf jeden Fall, denke ich. Ich bin mir sicher, dass zu wenig getan wird, sonst gäbe es nicht die Problematik, die es gibt. Andere Ideen, was noch gemacht werden könnte oder müsste? Das könnte gemacht werden. Vielleicht könnte man. Hast du vielleicht eine Idee? Ja, also mehr Veranstaltungen. Also was irgendwie Sport, was irgendwie Kultur, Kunst, alles was so Homosexuelle angeht. Also mehr davon bitte. Und ja, die einfach große Werbung dazu. Und ja, das finde ich eigentlich ganz wichtig. Das hilft auch uns ganz gut als Homosexuelle. Dann hoffe ich, dass in dieser Zeit eher eine positive Resonanz kommt und dass ihr aufgrund der Plakataktion keine negativen Erfahrungen macht. Danke. Dankeschön. Tschüss.